Ich muss mal zum Friseur. Auf jeden Fall gehen wir heute ins Kino und heute, ich habe kein richtiges Intro gemacht, aber das hier wird mein erster richtiger Vlog. Und zwar habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen mehr Lifestyle-Content auf diesem Channel zu bringen. Ich habe hier irgendwo ein Mikro. Okay, das sollte jetzt eigentlich an sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich war. Aber ja, das wird so mein erster Vlog-Style. Ich werde dieses Mikro, glaube ich, erstmal nicht mitnehmen. Wahrscheinlich auch vor Ort nicht so viel reden. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts. Ich versuche einfach nur ein bisschen was von, also einfach nur zu zeigen, wie ich so meine Tage verbringe, was ich so mache und euch einfach dabei mitzunehmen. Ich habe das ganze Zeug natürlich nicht vergessen, ne? Falls ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon, weil ich eine Story gepostet habe. Aber ich will grundsätzlich ein bisschen weg vom nur Parfüm-YouTuber oder Influencer oder sonst irgendwas in diese Richtung. Ich will ein bisschen mehr Lifestyle-Content bringen, ein bisschen mehr über Themen reden, die mich aktuell einfach interessieren, Sachen, die ich mache. Und deswegen seht ihr das jetzt gerade. Das ist übrigens mein Kleiderschrank. Ein bisschen unordentlich, aber wir gehen auf ein Full Fit. Ein Full Fit mit einem Essential Outfit. Das ist so ein. Ist gar nicht, was ist das für eine Farbe? Ich glaube, die nennen das Charcoal Grey oder so. Aktuell schaue ich auch übrigens One Piece, Folge 774, glaube ich. Sehr spannend gerade. Und Don't At Me, irgendwie jetzt schon viel geiler als der Dressrosa-Arc. Komplett. Den fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Film ist zu Ende. Jetzt geht's ab nach Hause und dann teile ich meine Gedanken mit euch. Okay, ich bin wieder zu Hause, diesmal mit dem Mikro dran. Und ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wir haben Equalizer 3 geguckt. Ich habe währenddessen nicht so viel gefilmt und auch meine Reaktion nicht direkt danach gefilmt, weil wir waren mit mehreren unterwegs und wollte den Vibe einfach nicht mit der Kamera so kaputt machen. Ich muss sagen, cooler Film, geile Action-Szenen und so, wie man es halt so gewohnt ist. Ein bisschen langgezogen ein paar Szenen. Ich würde insgesamt eine 6 von 10 geben. Kann man machen, muss man aber nicht. Sehr empfehlenswerte Serie. Werde ich mir jetzt ein paar Folgen von geben, vielleicht eine, zwei und dann geht's ins Bett. Wenn euch diese Art von Content gefällt, ihr kennt es, liken, subscriben, abonnieren wollte ich noch sagen, aber das ist das Gleiche. Kommentiert mal, was ist der letzte Kinofilm, den ihr gesehen habt? Wie würdet ihr den bewerten? Ich war Jan und ihr wart wunderbar wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein!